Na, tada, wir haben einen very special Guest in diesem Video. Ich meine, wenn es einen Sephora Hall gibt und ein Bath & Body Works Hall und Yamina und ich gleichzeitig in New York sind, dann müssen wir es zusammen machen. Absolut. Wir waren schön viel shoppen. Und das werdet ihr jetzt sehen. Und wir machen es so ein bisschen so. Bei Yamina werdet ihr den Sephora Hall sehen. Ich meine, who knows better about makeup than her? Also den werdet ihr hier verlinkt haben und auch in der Infobox, deswegen schaut bei ihrem Kanal vorbei. Und falls ihr sie nicht abonniert hattet, wovon ich nicht ausgehe, dann macht das, ist Pflicht, weil sonst gibt es Ärger von mir. Und bei mir werdet ihr jetzt den Bath & Body Works Hall sehen und wir waren... Ja, okay, ich wollte kurz die Geschichte erzählen. Erzähl du die Geschichte. Wir wollten auf jeden Fall, seitdem wir gesagt haben, wir sind sowieso gemeinsam hier oder wir sind zur gleichen Zeit hier, dann gehen wir zum Bath & Body Works und dann haben wir die Location ausgemacht. Und ich muss ja ein bisschen an sie die Schuld geben. Dann waren wir an zwei verschiedenen Locations zur gleichen Zeit. Auf jeden Fall wollten wir unbedingt zusammen shoppen gehen. Das Gute für das Video ist jetzt, dass wir nicht wissen, was der andere gekauft hat. Also es ist quasi auch eine Überraschung für uns. Ich freue mich. Okay, wollen wir loslegen? Ja, du startest. Okay, wir haben sehr, sehr viele Tüten. Warte, ich habe auch noch eine. Oh mein Gott. Man muss dazu sagen, dass die 3-Docht-Kerze nur 12 Dollar gekostet hat. So, okay. Okay. Los geht's. Ich bin sehr gespannt. Es sieht aber wirklich human aus, was du da hast. Warte ab. Okay. Da ist was versteckt. Also das Ding ist, weil wir auch irgendwie so ein bisschen... Ne, New York ist ja eine schnelllebige Stadt, sprich, wir waren auch alle im Stress. Ich kann mich auch schon nicht mehr selber erinnern, was ich überhaupt gekauft habe. Aber sie waren 12,50 Dollar und sie haben großartig gerochen. Und es gibt die... Wow. Und es gibt die und es gibt die Herbstkerzen. Okay, bist du bereit? Ich bin bereit. Okay, meine allererste. Und die hat mein Freund ausgesucht. Okay. Autumn Sky. Oh mein Gott, ihr... Hast du sie auch? Das verrate ich nicht. Okay, warte. Okay, ich verstehe, dass mein Freund die ausgewählt hat. Es ist definitiv ein Duft, den auch Männer ertragen können. Definitiv. Und mein Freund ist gegen alle Duftkerzen, weil ihm die immer Kopfschmerzen machen. Deswegen dachte ich mir, okay, wenn du die magst, wir nehmen die sofort. Die ist schön, die riecht so... Wie so ein... Nicht aufdringliches Aftershave, ja. Wenn ein Mann durch einen Park geht und die noch nassen Herbstblätter, aber im Sonnenschein so richtig. Ja, genau. Schönes Glas, dass sie es auch so hier mit den Blättern und so weiter gemacht haben, das mag ich auch so gerne. Da hatten sie noch was mit Kupfer. Ja. Hast du diese Marvel-Kollektion gesehen? Mhm, ich habe auch so weit nicht gedacht. Okay. Deine Kerze. Okay. Okay. Also, darf ich noch eine Sache sagen? Nein. Die meisten Düfte, ich mag es süß, aber nicht so dieses extrem quietschige Nadine-Süß. Es tut mir leid. Und in ganz vielen Kerzen dachte ich mir, okay, das wird Nadine gekauft haben. Also, erste Kerze, ich bin gespannt. Marshmallow. Ich wusste, es ist gekauft. Es ist Marshmallow Fireside. Ich habe die schon zu Hause, aber jetzt kann ich sie abbrennen, weil ich weiß, ich habe eine neue. Ja, die ist wirklich so, die ist wirklich schön. Die ist total lecker, weil es riecht halt nach diesem süßen Marshmallow, hat aber noch dieses crispy von einem Feuer. Genau, so ein bisschen wie mein Parfum by the Fireplace. Ja, so ein bisschen würzig, ein bisschen holzig noch im Abgang. Genau, aber trotzdem was Süßes. Und aber nicht so aufdringlich quietsch. Oh, ich liebe es. Die ist super schön. Die ist geil. Und da ist auch ein Blatt oben drauf und es ist auch so ein bisschen kupferfarben. Also die haben die Kerzen echt schön erwachsener gemacht. Ja, voll. Und die gab es jetzt auch in dieser Marvel-Kollektion. Ich muss aber sagen, die haben 30 Dollar pro Kerze gekostet. Und da hört dann auch meine Marmorliebe auf. Deswegen habe ich sie in dem normalen... Oh mein Gott, ich raste aus. Ich habe extra... Ja, das ist mein... Das ist so Yamina, das ist einfach krass. Das ist so, so frisch, aber nicht dieses Klostein, sondern so, ja, Bergamotte halt. Oh, ich lasse das auch. Und glaub mir, da ist noch mehr Bergamotte und ich hatte auch schon das letzte Mal mehr. Also, das ist meine absolute Lieblingskerze. Die habe ich auch schon zu Hause. Love it. Ja, also als ich die gerochen habe, wusste ich auch, du holst die und du hattest es mir schon erzählt, deswegen kann man es. Ja, ach richtig. Wo wir überall zusammen sind. Crazy. In Cannes, in New York. Jet-Set-Lifestyle und so. Okay, die nächste Kerze ist auch eine Nachkaufkerze. Die habe ich mir letztes Jahr schon in New York gekauft. Und
Es sind ganz niedliche kleine Tierchen drauf und es hat einen kupferfarbenen Kürbis oben drauf und es ist schrecklich süß. Es ist nämlich Vanilla Pumpkin Marshmallow. Ich wusste, dass du sie kaufst. Ja, es ist einfach... Ich mag das auch, aber... Ist schon extrem. Es ist wirklich süß, Zuckerwatte. Ja. Aber man riecht trotzdem das Pumpkin, finde ich. Ja, total. Ja? Also es ist auch wieder, es ist Vanille, knietschig süß, mit einem Hauch Würze von dem Kürbis. Also es geht doch, noch. Aber die ist sehr schön. Vielen herzlichen Dank. Sehr, sehr schön. Ich liebe sie auch sehr. Hast du einen guten Kauf gemacht? Ja. Das ist ja auch halt ein Nachkauf. Ich habe zwei Nachkaufprodukte. Oh. Langweiler. So. Jetzt kommt meine große Tüte. Es geht weiter. Auch nochmal zwei Nachkaufprodukte, weil ich das schon habe. Tada! Ja. Wie gesagt, ich stehe halt auf dieses Bergamotte extrem. Also, wie gesagt, wenn ihr daran riechen könnt, riecht dran. Und davon habe ich auch schon zwei Raumsprays. Und das muss ich halt nachkaufen. Man kann nie genügend Duft für zu Hause haben. Okay, Augen zu. Ich mache die Augen zu. Sag, wenn ich sie öffnen darf. Vielleicht riechst du an einer, aber ich bin gespannt. Okay, nein. Riech mal dran, vielleicht erkennst du, was das ist. Okay, das ist schwer. Okay, riechst du? Das ist auf jeden Fall irgendwas Peachiges. Es ist das Peachy, oder? Nein. Ah, okay, ich weiß, was du meinst. Boah, ist schwierig, keine ne? Keine Ahnung. Ich hätte jetzt Peach... Ah, ja, Mann, ich mega fail. Nein, aber ich verstehe, was du meinst. Man riecht so ein bisschen, aber das ist Autumn. Und ich finde, die riecht wirklich so ein bisschen wie eine Tanne. Ich habe nämlich zum Beispiel auch von Bath & Body Works eine mit Zedernholz. Nee, ich habe schon so eine ähnliche von Bath & Body Works. Die riecht aber nicht ganz so sehr nach Tanne. Ich finde, die hat noch so einen süßen, genau, duftigen Duft. Genau, aber trotzdem halt dieses Herbstliche. Ja, es riecht also ein bisschen wie so ein... Wie so ein Kuchen auch, den die backen im Herbst, aber so, als wäre das Fenster dabei auf. Genau, und die Blätter runterfallen. Ja. Also ihr merkt, ich mag eher so ein bisschen das Holzige, ja. Subtile, ja. Subtil, ja. Und Nadine ist so quietsch. All into it. So, es wird ja noch schlimmer. Jetzt musst du auch raten. Spiced Cheesecake. Fast. Caramel Pumpkin Swirl. Ach. Es ist halt, das ist nicht so süß. Nein, die ist toll, die ist wirklich toll. Ja, auch wenn da kleine Füchschen und Kürbisse drauf sind. Nee, die riecht halt sehr, sehr würzig. Sie sagen Fresh Pumpkin, Warm Caramel, Grated Cinnamon and Vanilla Bean. Ja. Und das ist es halt. Das ist süß, aber sehr, sehr würzig. Also auch nochmal würziger als die anderen. Das ist so die massenkompatibelste von denen. Ja, auf jeden Fall. Bei mir ist es sehr unabwechslungsreich. Okay, meine nächste ist Cider Lane. Oh, da habe ich vorgestanden, ja, ich habe wirklich gedacht, hole ich die oder hole ich die nicht, weil die riecht sehr, sehr geil. Die riecht schon, aber auch sehr besonders. Ich habe auch wieder hier das Gefühl, Apfel ist drin, ja, aber sowas warm karamelliges. Absolut. Jetzt ärgere ich mich, dass ich es mir nicht geholt habe. Ah, du hast sehr gut, mach weiter, du hast fast alles drin. Im Ernst jetzt? Ja. Also ich habe Karamell, ich habe Apfel. Ich muss nochmal riechen. Wir haben braunen Zucker. Ja. Und Ground Cloth. Ah, ja. Ist wirklich, also. Ja, ich muss nochmal in die 23. Straße. Ich kauf mir die. Ich meine das ernst. Nein, Nadine. Ey, die riecht so gut. Wie ärgere ich mich jetzt? Weil das ist halt was Besonderes. Das ist halt nicht. Ich habe halt wirklich ein Schema durchgängig. Und das hier ist was ganz Besonderes. Also die riecht richtig geil. Die riecht einfach wie so ein gemütlicher Nachmittag mit Freunden in der Herbstzeit. Ja, und man hat einen Karotten, sagt schon, Carrot Cake gebacken oder so. Ja, ja, genau so. Drin. Ja, ja, genau das. Mm. Oh. Ich lade dich zu mir ein und wir essen Carrot Cake und machen die Kerze an. Ich brauche die Kerze. Jetzt. Wir haben jetzt Spiced Cheesecake oder was haben wir jetzt? Natürlich. Es ist Pumpkin Spiced Cheesecake. Ich sage dazu nichts mehr. Meine Kerzen riechen alle gleich. Nein, sie riechen auch alle unterschiedlich. Die hier muss ich verteidigen, die riecht nämlich so mehr wie frischer Teig. Nicht wie gebacken. Nein, aber ich hatte auch überlegt, sie zu kaufen. Und sie hat einen kupferfarbenen Deckel. Ja.
Das finde ich mega schön. Ich finde, die haben die Deckel haben sie echt super, super, super toll gemacht. Sina Lane, ich brauche dich. Ich raste aus. Ich bin jetzt schon zeitlich am Durchgehen, ob ich das schaffe, da unten hinzu. Okay. Also ihr denkt, ich habe ein Shopping-Problem. Ich habe halt viel das Shopping-Problem. Okay. Oh! Das habe ich vergessen. Aber auch geil. Die habe ich überlegt zu kaufen. Also wir müssen jetzt gar nicht erklären, sie hat die gleiche wie ich. Ja, ich habe auch Spice Cheesecake. Pumpkin Spice Cheesecake. Okay, danke. Ja, okay. Oh, doch, die ist wirklich die ist, mega ja. schön. Weil sie dieses extrem Süße hat, aber auch trotzdem die sehr, Gewürze. Ja. Ja. Love it. Können wir bitte jede Saison hier hinfahren? Hier hinfahren und eine Kerzenhaar machen? Ja, können okay. wir machen. Habt ihr gehört, ne? Aber es, also es ist auch wirklich unspannend bei mir, weil es ist. Ohne Witz. Ich habe aber da, die habe ich jetzt tatsächlich nicht gekauft, aber die hier wollte ich auch erst mitnehmen. Das ist die mit. Pumpkin French Toast. Genau. Das ist ein kleines Eichhörnchen drauf. Und die riecht halt ein bisschen herber. Aber was heißt herber? Maple Syrup ist da drin, also diesen Pfannkuchensirup ja. halt, Pumpkin Spice und brauner Zucker. Es riecht ein bisschen, also gar nicht so süß. Also natürlich ist es süß, aber es ist nicht so süß, weil es würziger. Genau, und man riecht den braunen Zucker auf ja. jeden Fall. Also es ist abseits der Zuckerwatte. Es ist auf jeden genau. Fall ein bisschen es ist tiefer. Bisschen, richtig, ja. ein bisschen wärmer und nicht ganz so herbstlich, sondern eher schon Winter. Und ein bisschen erwachsener. Ein bisschen erwachsener. Das mache ich alles wett mit der nächsten. Auch Cider Lane. Hast du gefühlt jede einzelne Pumpkin-Kerze gekauft? Schon, ne? Das kann gar nicht sein. Nein. Okay, machen wir weiter, unauffällig. Ja, genau. Also, die habe ich jetzt dann zum Schluss eingepackt, weil, als wir in Abu Dhabi waren vor ein paar Monaten, wollte ich die auch schon kaufen, aber dann habe ich sie nicht gekauft. Und da sah ich sie und dachte mir, okay, jetzt brauche ich sie. Das ist komplett abseits von den ganzen Süßen ach, und so weiter. Gesehen. Von der Stress Relief Reihe. Mhm. Ja, das krass. Ist. Das ist so Entspannung pur, oder? Ja. Das ist so ein Spa-Erlebnis, so ein bisschen Eukalyptus, ja. aber ich habe Kopfschmerzen, möchte mich entspannen, möchte aber nichts zu Anstrengendes, sondern nur was Subtiles. So in der Richtung. Jamina, es ist eine Schande, dass wir nicht gemeinsam waren, weil du hättest ja. mich wahrscheinlich angefixt mit diesem ganzen geilen Scheiß. Ich muss gleich nochmal dahin. Ich mein's ernst. Ich brauche Stress Relief sowieso. Ich kann nicht mehr. Und ich brauche Cider Lane. Du bist unfassbar. Warte, wonach riecht das hier? Eucalyptus Essential Oils clears the mind while Spearmint Essential Oil uplifts. Oh. Ja. Okay, so. Okay. Zum Kontrast. Boo! Sugar Spice. Nee. Cinnamon Sugar Donut. Mit wem warst du da? Alleine mehr oder weniger. Also, das hat ja keiner. Also, mehr oder weniger. Es war mein Chef dabei, seine Freundin und die Jenny, aber die sind alles Bath & Body Works Jungfrauen. Okay, das ist natürlich schwierig dann, wenn man kein Experte ist. Die riechen alle gleich. So ein bisschen immer. Nein, also Moment, aber Moment. Die ist schon in Ordnung. Die sind alle toll. Ja. Jetzt rede dir nichts ein. Aber ich brauche Cider Lane. Und Stress Relief. Aber Stress Relief kann ich mir noch in Singapur kaufen. Weil das ist ja so vom Standard. Ja, ja, genau, Standard-Sortiment. Aber Cider Lane brauche ich. Ich brauche Cider Lane. Die ist schon gut, oder? Die ist toll. Ja. Ich so. Glaube, die. Und die Pumpkin Spice hast du ja. Genau, und ich mag auch die Marshmallow Fire Set mega ja. gerne. Die ja. ist echt ein Traum. Ja. Sind unsere Tüten leer? Nein, natürlich nicht. Oh. Sind deine leer? Meine sind leer. Oh, haha. Ich habe ja noch kleine Kerzen. Hast du dir. Aha. Ich habe nichts. Das Ding ist mit den kleinen Kerzen. Ich habe auch einige davon. Ah, die wollte ich mir eigentlich erst im Groß kaufen. Siehst du? Nee, die. Die? Ja. Ich habe nämlich einmal, ich habe ja viele Leute, denen ich was mitbringe und ich wollte immer was mitbringen, was nicht so I love New York ist, ja. sondern ich möchte halt was mitbringen, was mich an New York erinnert und was eben auch meine Persönlichkeit widerspiegelt. Deswegen kriegt meine Mama, ich hoffe, du siehst das nicht, Cranberry Woods, weil okay. sie halt, ja. riecht halt sehr fruchtig.
nach Cranberries. Dann habe ich Pumpkin Apple, den habe ich aber für mich selber geholt, weil die sind, ich wollte den nicht noch, also die Düfte, die ich nicht so, geil fand, dass ich sie groß wollte, habe ich mir einen kleinen geholt. Ich dachte, dass du eine Kerze auf jeden Fall kaufst, die jeder kauft, dessen Geruch ich nicht mag. Das ist aber sehr degradierend. Du wolltest Pumpkin Cupcake sagen? Nein, Leaves. Nee. Bist du auch kein Leaves-Fan? Nee, ich bin kein Leaves-Fan. Ich habe immer das Gefühl, ich bin der einzige Mensch, der Leaves nicht mag. Nee, ich finde die auch nicht gut. Das ist nicht meins. Also ich finde sie auch nicht so geil, wie sie gehypt wird. Und Cider Lane ist genau das, was Herbst für mich ausmacht, ja, und Leaves nicht. Ja, danke. Ich habe Pumpkin, Vanilla Pumpkin Marshmallow für eine Freundin mitgenommen. Dann habe ich Autumn Sunshine. Die fand ich auch ganz toll. Das ist halt so die letzten Sonnenstrahlen, die man draußen erhaschen kann, wenn man nochmal die Sonnenbrille anzieht und am Feld vorbeigeht. Und so trotzdem schon die Blätter auf dem Fußboden liegen, aber ja, es ist irgendwie noch warm. Ganz genau. Die ist echt super schön. Es war eine Katze drauf. Also Perfect Pumpkin Scented Candle, die finde ich sehr würzig. Sehr würzig, mhm. Aber diese ganze Halloween-Reihe war auch cool, ne? Ja, und jetzt merke ich mal eins. Ja, und dann habe ich noch zum Vergleich, weil ich liebe ja meine Kringel, Lavender. Vanilla? Ja. Ich bin nicht so Lavendel-Fan, aber das ist mehr Vanille als Lavendel. Genau, ne? Richtig. Ja, ich wollte halt jetzt mal testen, wie das so ist. Mhm. Das sind meine Kerzen gewesen. Sind deine Tüten ganz leer? Ja. Oh mein Gott, Jamina! Das habe ich mir beim Sephora gekauft. Das stimmt, das stimmt. Also ich habe, ich zeige dir jetzt nicht im Einzelnen, ich habe mir 130.000 Hand Sanitizer gekauft, weil es da 5 für 6 Dollar gab. Und das ist mein letztes, das ist ein Duschgel. Pretty as a Peach. Das hat nichts, es hat rein gar nichts mit Vanille zu tun. Stimmt, das ist schön. Ich brauche Cider Lane. Willst du aber dran riechen? Ja, bitte. Das war's auf jeden Fall jetzt. Wir müssen leider das Video frühzeitig beenden. Wir hätten jetzt gerne noch mehr gequatscht, aber ich brauche diese Kerze, deswegen heute ist mein Abreisetag. Oh. Boah, es ist. Die ist wirklich toll. Der Hammer. Ich würde mir tatsächlich noch eine zweite kaufen. Hast du hier mitbringen? Ich würde gerne. Okay. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und jetzt, Jamina 1404, Sephora Haul, ist ja wohl XXL-Version. Ich bin gespannt. Also, schaut vorbei, würde mich sehr, sehr freuen. Ja, und ich sage euch Dankeschön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr könnt euch auch unseren Vlog angucken. Jamina hat am Mittwoch ein Weekly Bits and Pieces hochgeladen, wo ihr schon Eindrücke seht. Es kommt aber auch noch mal nächste Woche eins. Und ich habe am Dienstag einen hochgeladen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch beim nächsten dabei seid. In diesem Sinne, denkt immer dran, anders ist anders und Vanillekerzen sind super. Tschüss.